Hallo und willkommen zurück. Heute habe ich ganz eine schnelle Geburtstagskarte für euch. Kann man in alle möglichen Richtungen abwandeln, braucht man nicht viel Material und ist schnell hergestellt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt und auch welches Material wir dafür brauchen. Wir brauchen eine Kartenbasis in 14,5 x 21, gefalzt bei 10,5. Die falte ich mir gleich mal nach. In dem Fall ist sie Vanille pur. Dann brauchen wir ein Stück Farbkarton. Der hat eine Breite von 4 cm und ist auch 14,5 cm lang. Wir brauchen 4 so kleine Quadrate. Da habe ich mir das kleinste von den Stanzformen Stickmuster genommen und mal einfach pro Karte 4 so Quadrate ausgestanzt. Wir brauchen aber Stempel, ein paar passende Stempelfarben dazu und wir brauchen noch einen Prägefolder. Ich habe hier einen ganz neuen Prägefolder, nämlich den Prägefolder Strukturputz. Den gibt es in neuem Frühjahrs-Mini-Katalog. Da finde ich, passt hier ganz gut dazu. Und von den Stempeln hier, hier habe ich es noch ein bisschen winterlich, frostig gehalten. Werden wir jetzt ein bisschen in Richtung Reisen gehen. Das heißt, ich habe mir einen Geburtstagsstempel vorbereitet. Und noch 4 andere. Und die Stempelsets, die ich verwendet habe, sind Wunderbare Welt, Mit Mehrwert, Setzt die Segel und Durch die Gezeiten. Ein Schmierpapier brauchen wir noch. Und von den Farben her, damit wir beim Designerpapier bleiben, habe ich Waldmoos, Marineblau, Pfauengrün und dazu passender Wildleder genommen. Das heißt, ich fange mal mit einer Stempelfarbe mal an. Nehmen wir meinen ersten Stempel. Und machen wir auf mein erstes Quadrat einen Stempelabdruck. In dem Fall geht es nicht darum, dass der ganze Stempelabdruck auf dem Quadrat Platz hat, sondern es soll tatsächlich immer nur ein Ausschnitt sein. Das letzte noch in Waldmoos. Die dürfen mal kurz antrocknen. In der Zwischenzeit nehme ich mal meine Kartenbasis, schaue, wo ungefähr mein Streifen hinkommt. Und stempel mir dann mit der Farbe, die ich haben möchte, meinen Geburtstagsgruß. Das war's schon mit Stempelarbeiten. Wenn die Farbe ein bisschen angetrocknet ist, nehmen wir unseren Prägefolder, machen die Kartenbasis wieder auf und legen sie so rein, dass unsere Faltkante auf dieser Linie zu liegen kommt. Das ziehe ich mir jetzt so durch meine Stanz- und Prägemaschine und wir sehen uns gleich wieder. So schaut das jetzt aus und ich finde, der Prägefolder macht echt was her. Das kann ich mal wieder umklappen und vorerst mal zur Seite legen.
Als nächstes werden wir unseren Streifen bekleben. Den richte ich mir dafür auf meinem karierten Papier aus. Schau dann, welche Anordnung ich haben möchte. Ich glaube, ich hätte es gern so. Und kleben wir dann die einzelnen Quadrate mit Flüssigkleber auf meinen Designerpapierstreifen. Und nachdem ich ein kariertes Papier drunter habe, kann ich mich ganz gut an den Linien orientieren, sodass meine Quadrate auch alle möglichst denselben Abstand bekommen. Diesen Streifen kleben wir dann hier auf und auch hier orientiere ich mich wieder an meinen Karos. Und während das anzieht, kann ich mir meine Quadrate noch ein bisschen aufhübschen. Dafür nehme ich mal einen Wink auf Stella und fahre hier mal meine Stelzen nach. Füllen wir das Quadrat außerhalb von meinem Stempelabdruck. Für meine Weltkugel nehme ich mal die Glanzfarbe Frostweiß und mein Aufhebhelfer mit dem Falztool. Und bringe mir auf der Landkarte einfach da und dort ein paar Punkte an. Und für meine Muscheln nehme ich mal einen Straßstein und nachdem ich da in Faungrün gestempelt habe, färbe ich mal auch mit einem faungrünen Stampin' Blend einen Stein ein. Den setze ich mal hier drauf. Und fertig ist eine relativ schlichte Geburtstagskarte, die man zu allen möglichen Anlässen abwandeln kann. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr habt Lust zum Nachbasteln. Freue mich natürlich auf ein Foto auf Instagram und Basteln mit Ina Stempelt. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!